Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trading Card Game Card Shop Simulator in der Prolog-Version, kostenlos auf Steam zu laden. Ungefähr noch so 2-3 Wochen, dann müsste die Release-Version oder die Beta-Release-Version oder Early Access-Release-Version rauskommen. Ich habe hier gerade mal parallel geguckt. Hier steht ja auch nochmal ganz schön die Roadmap drin. Also Arbeiten für die Automatisierung erstellen, Miete, Rechnung, Lagerraum, scheint es anscheinend noch nicht zu geben. Mehr Shop-Produkttypen, mehr Regal- und Tischtypen, mehr TCG-Typen. Also da gehe ich mal von aus, dass sie dann mehrere Spiele haben wollen. Cloud-Speicherung, Controller, gutes Kunden, Handelskarten, Schwierigkeitsmodus, Shop-Deko, Spielbares. Also das Spiel nachher dann auch noch zu spielen. Also er hat wirklich ein paar richtig coole Ideen noch vor. Und ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber irgendwie finde ich dieses Spiel lustig. Also was wir jetzt mal machen ist, ich mache mal die Musik aus. Die fand ich nämlich nur so mittelmäßig. Und wir machen unsere eigene Musik an. Und nein. Moment. So, wir wollen natürlich fortsetzen machen. Der lädt das Spiel. Ich starte unsere eigene Musik. Und dann gucken wir mal, dass wir mit Tetramon ein bisschen weiterkommen. Ich will auf jeden Fall ein paar Booster öffnen. Verkaufen Sie 10 Karten an Kunden. Das ist okay. Ich habe hier diese 10 Karten schon drin für ein neues Display. Wir haben offen. Komm rein, komm rein, komm rein. Tür ist offen. Welcome. Your Bros, seid ihr Twins? Fairer Preise, nimmt nur 2 mit, macht nichts, ne? Wechselgeld. Gibt es auch rechte Maus? Ja, funktioniert genauso wie im. Ja! That's my man! 25 zurück. Okay, das heißt, davon kaufe ich auch gleich nochmal wieder welche ein. Bestellungen. Okay, nur nochmal, um das zu raffen. Mehr kann man jetzt erstmal gar nicht kaufen als diese 4. Also. Und bei Shop Level 4 kann ich nur die doppelte Menge kaufen. Macht aber eigentlich keinen Sinn, ne? Kauf ruhig mal 2 davon. Der Postbote hat mir das hier, schön vor die Tür gelegt. Das nervt mich ein bisschen, dass ich die Boxen hier öffnen muss. Das muss man beim Supermarkt-Simulator nicht. Da geht die Box automatisch auf, wenn man klickt. Ja, gar nicht unhöflich oder so, ne? Kunden. Das ist das Schlimmste an meinem Job. Kunden. Hallo. Oh, sie kauft Karten. Das ist natürlich cool. Für unser Achievement. Wechselgeld geben 14. 50. Okay. Okay. Das heißt, wir können hier mal wieder neue Karten reinpacken. Für 3. Er nimmt auch eine mit. Dann packen wir hier auch noch eine rein. Nee, falscher Knopf. Schon wieder falscher Knopf. Es. Oh, komm, 1,50. Fairer Preis für einen Wurmel. Okay. Gibt es mir auch noch passend. Bester Mann. 305 schon wieder. Ich würde sagen, wir holen einfach nochmal eine Packung. Hier würde ich mir wünschen, das ist aber glaube ich nicht so, das ist beim Supermarkt-Simulator auch nicht so, dass die Liefergebühren nicht proportional steigen, sondern dass ich quasi einen kleinen Bonus habe, wenn ich mehrere Sachen auf einmal bestelle. So, die beiden zocken. Gott sei Dank kein Stinky im Laden. $4,50. 1, 2, 3, 4. So, da ist wieder ein Platz frei. So, langsam haben wir keine guten Karten mehr. Ihr wisst, was das bedeutet. Her damit. Und dann nehmen wir 4 Stück hier. Oh, das Pikmin ist gar nichts wert. Grobieb,
Hatten wir noch nicht. Auch Flammen. Oh, das war aber mal keine gute Packung. Die hätte schon mehr Wert als in der letzten. Ein Werbo für einen Dollar. Brauchen wir welche aus der ersten Edition oder ein paar Foilkarten. Ein Flami in EX. Keine Ahnung, was EX bedeutet. Exzellent oder so. Aber auf jeden Fall für ein Zwanni. Er muss kurz warten. Ich mache gerade selber Karten auf. Okay. Hallo. 50. Oh, der Stinky. Schnell raus mit dir. Nein! Oh. So, verkaufen Sie 7 Karten. Also 7 haben wir, 10 müssen wir verkaufen. Hier packen wir gleich mal unsere super geniale Flami-Karte hin, die 20 wert ist. Wir verkaufen sie für 18. Also ist sozusagen ein super Schnapper. Ja, aber was kann ich hingegen den machen? Ich kann ihn mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Erweiterung. Wollen wir erweitern? Ja, komm. Dein Ernst? Okay. So. Da passen ja nicht mal zwei davon nebeneinander. Das war jetzt Mist. Ich meine, wir können den vielleicht. Wenn wir so machen, ne? Könnten wir theoretisch das hier noch ein bisschen hier rüber. So vielleicht. Und dann gönnen wir uns einfach noch, naja, so 10. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir könnten uns noch einen Tisch. Was ist. Shop Level 10, Lagerregal, Checkout Counter. Kartenregal. Cool, die haben gezockt und holen sich gleich erstmal ein paar neue Karten. Das Geschäftsmodell geht voll auf. $2. Schönen Tag noch. Moin, du warst ja vorhin schon hier. 1, 2, 3, 4. Perfekt, damit haben wir dann unseren 92. So, schließen Sie. Wow, 100 Checkouts. Das ist viel. Wir haben schon wieder keine Boxen mehr. Die gehen echt weg, wie geschnitten Brot. Das ist die Lizenz, aber das leuchtet mir nicht ein, die zu kaufen für 150, weil ich kann einfach. Na, wir gucken mal hier, 32 Karten für 61. So, und 64, genau das Doppelte. Für genau das Doppelte an Preis, also es macht überhaupt keinen Sinn. Da müssen sie nochmal ran. Warum sollte das auch eine extra Lizenz sein? Machen wir nicht. Wir packen davon lieber 2 in den Warenkorb. Guck mal her. Der Stinky ist immer noch da. Bin gleich da, Sekunde. Ich muss nur meine super teuren Sammelkarten, die hier im Wasser liegen. Nächsten Mal hier. Ich muss echt hier hinter. Der kauft das 18 Euro. 20. Nee. So, sorry, ich mach das das erste Mal. So, 2 von den Boxen, sehr gut. 50 glatt. Okay. Ja, das zweite Regal wäre gar nicht so unbedingt notwendig gewesen. Aber ist natürlich cool, ne? Pack auf so, zwischendurch. 1,50.
Eine Krobib. Oh, Stinky geht, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, und jetzt wollte ich mal gucken, sortieren nach Menge. Wir haben nämlich 9-mal so ein Kyron hier. Das ist nicht viel wert, aber dafür habe ich es 10-mal. Wir packen mal so ein paar von denen, wo wir viele von haben, hier hin. Vielleicht... Ach nee, Moment mal. Der packt dann trotzdem nur eine hin und nicht alle. Ah, okay, vergesst es. Alles klar, okay. Preis. Ich dachte, ich könnte dann einmal das einrichten, exemplarisch. 15, naja, wir machen es. Wir machen es mal für den Marktpreis einfach. Müssen auch nichts verschenken. Hier würde ich mir dann auch noch wünschen, dass bei Profit, dass dann wenigstens die Boosterpackung abgezogen wird. 1,50, ja, okay. Merkt er sich den Preis, wenn ich das schon mal verkauft habe? Wir machen mal Licht an. Ey, wir haben schon wieder so einen Stinky. Junge, duschen, es ist doch nicht so schwierig. Aktuelles Spielereignis, okay. Kosten. Oh. Hallo. Sie hat für 10 Cent eine Karte gekauft. Und mich beißt es, weil ich ihr jetzt 94 rausgeben muss. So. Ich kann sagen, kann ich jetzt einen Booster aufmachen? Ein Display? Nee, aber ich kann es umsortieren. Gut, das geht, glaube ich, im Supermarkt-Simulator nicht. Das wäre cool, dass man das von Hand umsortieren kann. Das würde ich echt gut finden. Das können wir nochmal so kaufen. Hier von den Dingern, glaube ich, nichts. Innovierung. Tja, das war... Pff. Okay, das soll vielleicht auch noch kommen, dass sich die Preise verändern. Kein Plan. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich kann das im Grunde Format Standard. Und haben das Spiel im Spiel gespielt. Armer, Feuerbrecher, Erdbrecher, Wasserbrecher. Gebühr. Geschäft in der Nähe berechnen eine Gebühr 10 Euro pro Stunde. Okay. Zum Spielen. Das war bei uns früher nicht so. Wir mussten dann nicht, keine Gebühr bezahlen. Für Turniere, ja. Hey, dass die Kasse geht aber woanders hin. Aber für normale, fürs normale Zocken? Naja. Bin ich auch ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Irgendwie merkt er sich die Preise, die ich gesetzt habe. Das ist ganz cool. Wenngleich ich nicht weiß, also wir kriegen wirklich 10 Euro die Stunde. Das ist nicht wenig. Er kommt um 8 hier nochmal reingeschlendert, guckt ganz verschämt. Muss sich nicht schämen, wir sind alle ein bisschen nerdy hier. Und er würde auch gerne noch spielen. Heißt für mich, ich brauche noch so einen Spieltisch. So. Cool. Die beiden haben sich gefunden. Ja, macht mal eine WG auf, Jungs. Vorsicht, Mädchen anwesend. Die ist doch sofort wieder weg. Aber die schwitzt auch so komisch. Vielleicht steht sie da gar nicht schlecht. Na gut, wir gucken. Gleich 9. Guck mal raus, ob noch einer kommt. Ich glaube eher nicht. Hier machen wir noch ein Dings auf. Aha. Die Pignies sind nicht viel wert. Das habe ich schon festgestellt. Kitsune, Sedant in Oil. Glitzerkarte, sehr geil. Einen machen wir noch, oder? Haben wir noch irgendwas zu tun? Nö. Wir sind auch fast durch mit dem Tag. Ah ja, gut.
Tja, das wird jetzt auch nicht mehr Geld geben, ne? Das heißt, wir drücken die Eingabetaste, um den Tag zu beenden. 5 unzufriedene Kunden, das erklärt sich mir nicht. Sind das vielleicht die, die keinen Platz am Spieltisch gefunden haben und dann wieder gegangen sind? Das wäre interessant. Es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Oh, es gibt auch Mädchen, die stinken. Und warum kommt sie denn hierher? Und was mache ich gegen Stinkies? Guten Tag, kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Eigentlich kein schlechter Preis. Sammelkarten sind... Ja, irgendwo haben wir doch Rechnungen, ne? Hier, Zahlen, Zahlen. Oh, wir haben nicht genügend Geld. 25. Gut. Gut, Karten haben wir noch. Das kriegen wir schon hin. Was ist das jetzt mit der Rechnung hier? Will ich in 6 Tagen elektrische Rechnung? 20 Euro Strom. Gehalt. Ah, wie sieht denn das eigentlich mit Mitarbeitern aus? Nee, das ist Einstellung. Rekrutierung. Ich habe nicht viel Erfahrung, bin aber bereit, alles zu lernen und zu tun. Bitte stellen Sie mich ein, denn ich brauche das Geld, um die Kunstschule zu finanzieren. Shop Level 10 erforderlich. Boah, wir sind bei 4. Das ist heftig. Mit Korde. Moin. Bin ich jetzt hier? Nee, hier kann ich nichts machen. Hier muss ich das wirklich so machen. Okay. Keine Tasten. Gut, es sind aber noch Plätze frei. So ist nicht. Du brauchst jetzt nicht unzufrieden von dannen ziehen. Und kauf wenigstens was. Okay, sie gibt mir 1,30 in Scheinen passend. Stinke geht wieder. Duschen! Geklopft! Er kauft erstmal 2 Displays. Das ist so einer, wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe. Oh ja, als Kinder dann immer gedacht haben, ey, was der Hammer, er kauft einfach Displays. So, apropos Displays, ich mache nochmal einen auf. Also einen Booster und dann kaufen wir nochmal neue Displays. Picken die nicht viel wert. Neuer Loop aus der ersten Auflage. Ein Klavop aus der silbernen Ausgabe. Ja. Sich schon gelohnt. Ich muss sie halt dann nur noch verkaufen. 4,50. Jawohl. Zwei,20. Ich nehme einfach mal stumpf die Marktpreise und damit fahre ich, glaube ich, ganz gut. Hallo! 1,50 zurück, bitteschön. Ziel verloren, das ist nicht schön. Er freut sich. Ja, und ich sag mal so, ich finde es erstmal interessant, wie der Entwickler das jetzt hier quasi rausgebracht hat. Ich hatte auch in dem Steam-Post gelesen, dass er gesagt hat, dass ihm diese Prelude-Version, die er da veröffentlicht hat, sehr, sehr viel Fokus nochmal gegeben hat, was sich die Community wünscht und worauf er seine nächsten Erweiterungen quasi konzentrieren möchte. Ich finde, das ist ein gangbarer Weg. Also ich glaube, ich hätte mir den... Also es geht ja jetzt im Moment alles in so Alphas rein. Oh nein, noch ein Stinky. Und da muss man ja trotzdem schon Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube nicht, dass ich Geld in die Hand genommen hätte für dieses Produkt, wenn er in eine kostenpflichtige Alpha gegangen wäre. Durch diese Prelude-Version, also ich werde die Vollversion holen, beziehungsweise die Alpha-Version, schon alleine, weil ich sehen will, wie sich das Game jetzt über die Zeit entwickelt. Ich denke nicht, dass wir
jeden Tag sowieso nicht jede Woche da eine Folge zu machen werden, aber vielleicht immer mal so, wenn Updates rauskommen, um mal die neuesten Entwicklungen so zu zeigen. Weil dieses ganze Thema mit den, also ich glaube, das, was dieses Spiel vielleicht zum Beispiel gegenüber so einem Supermarkt-Simulator haben könnte, wäre, dass man vielleicht selber Bock hat, dann die Karten noch zu sammeln und vielleicht kann man dann seine eigene Sammlung irgendwann hier so an die Wand hängen. Wir können gleich mal gucken, ob es irgendeinen Dekokram gibt. Aber ich fürchte, ich muss erstmal, wir kaufen mal das und das. So. Und dann gucken wir mal nach Deko. Also die Potenziale sind deutlich gegeben. Muss schon sagen. So. Box ist kein Gegenstand mehr. Alles klar. So. Das sind nur Racks. Kann ich hier oben? Ne, kann ich nicht. Renovierungen. Renovierung des Einzelhandelsgeschäftes. Das verstehe ich überhaupt nicht. Shoppen B. Nee, kann ich nicht, ne? Irgendwie, doch hier, vielleicht. Ah ja. Was ist das denn? Reinigungsmittel. Ah, okay, ich war bei Booster Packs. Das sind auch Lizenzen. Dann holen wir uns mal Reinigungsmittel. Cool. Kann ich damit auch so ein Stinky einsprühen? Haben wir nämlich noch ein weiteres Produkt hier. Weiß nicht, Raffe, Reinigungsmittel, was? Hä? Sammelkarten, Reinigungsmittel, hä? Was reinige ich denn? Gottes Willen, auf keinen Fall die Karten. Wo sind alle hin? Achso, hier muss noch der Preis gesetzt werden. Keine Ahnung, 12,50. Leicht drüber. Wie ist es hier? Gut. Noch hat sich ja keiner beschwert, ne? So, hier können wir auch mal neue Karten wieder reintun. 1,33. Komm. Da ändere ich den hier nochmal. 1,33. Den krieg ich doch nie abkassiert. Ey. Muss ich ja Wechselgeld geben. Wir bleiben also bei den 50ern. Das macht schon Sinn. 1,50. Kauft es oder lasst es. Ja, kaufen es ja trotzdem. Einen glatten. Hallo. Karte. 10... 20. Kann ich nicht hier Kartenzahlung only machen? Das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Ich hab's gewusst, kein Mensch kauft das Reinigungsmittel. Ich hätte mal drüber nachdenken sollen. Wozu denn Reinigungsmittel? Okay. Aber was gibt's denn noch? Wir gucken nochmal. Zubehör. D20. Habe ich nicht genug Kohle für, um mir die jetzt zu holen, aber finde ich cool. Deckboxen wären auch cool. Decksbox grün. Shop-Level 6 erforderlich. Shop-Level 5 erforderlich. Okay. Sammelheft. $1,000. Die Lizenz. Okay. Figuren. Shop-Level 6 erforderlich. Können wir alles noch nicht. Booster-Packs ist noch nicht mehr verfügbar. Jetzt alle mache. So, und dann wird das einfach nur. Okay, was hat der vor? Schaut mal bei Booster Packs. Wie viel er hier. Okay. Ja, ein paar mehr Produkte wären schon. Oh, Licht. Ein paar mehr Produkte wären schon cool. Oh, Entschuldigung. Hallo. 3,50. Er kauft so ein Reinigungsspray. Wofür ist das? Kannst du mir das erklären, wenn du es kaufst? Den Tisch zu reinigen, oder was? Kann schon sein.
Da, 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 da. So, hier müssen wir weitermachen. Schon. So, Preis einen glatt. Eins null null. Eins null null. So. Hallo. Uah. 59, tschüss. Schnell nochmal eine eigene Ware berauschen. Ah, mal wieder ein bisschen was Teureres in der Goldausgabe. Okay, silberne aus. Wow. Das ist ja mal ein Display. Ein Booster. Leute. Warte mal ganz kurz. Okay, kurz einen Screenshot gemacht. 53, gut, jetzt ist hier alles schon belegt. Ah, überlegt mal, das sind auch jetzt $60 pro Stunde. Passive Income sozusagen. Also wir brauchen noch mehr Tische. Wir müssen nur darauf achten, ab um 9 p.m. Geht die Zeit ja nicht mehr weiter. Dann kriegt man auch kein Geld mehr von denen, würde ich vermuten. Guck mal hier, 22 sind 50 Dollaris. So, jetzt könnte ich die Würfel kaufen, ne? Das schnell machen. 108, nee, ganz knapp nicht. Aber jetzt gleich. Danke für deinen Einkauf. Ja. Guckte mich an, als würde er irgendwas haben wollen. In der Box ist kein Gegenstand, okay. Okay, guter Marktpreis. Profit dann, wir gehen auf 16,50 und machen immerhin $6 pro Box Gewinn. Das ist echt in Ordnung. Hat keiner gesehen. Schnell noch ein Booster. Aha, ein Pygmy in Gold. So. Ja, das Miri in Silber. Eine Menge Silberne und Goldene jetzt. Dann können wir hier diese ganzen billigen Karten dann mal tauschen. Aber die lasse ich trotzdem einfach erst abverkaufen. So, es ist 9 p.m. und damit ist der zweite Tag rum. Und alle zufrieden. Dann sind das die gewesen, die keinen Platz gefunden haben. Aha, dann haben wir das auch rausbekommen. Wir haben viele Lizenzen gekauft. Miete finde ich frech für das Loch hier. Immerhin gut Einnahmen gemacht. Und okay, auch interessant. Hier dieser Wert, ne? 275. Fast genauso viel wie mit den Artikeln haben wir mit den Tischen verdient. Definitiv mehr Tische, auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie und ob dann jetzt neue Folgen kommen oder ob ich nochmal warte, bis dann vielleicht die Hauptversion raus ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar sehr freuen. Habt einen wunderschönen Tag. Spielt ein bisschen Magic oder Pokémon oder whatever. Macht's gut, bis dann. Tschüss.